Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Pflanzenporträt. Und ich sage es gleich dazu, wir werden nachher nochmal einen Standortwechsel machen. Ich zeige nämlich da jetzt das klarblütige Springkraut her. Aber wenn ich das mache, würde ich auch wirklich voll gern als Vergleich das großblütige noch nebenbei herzeigen. Nur, das habe ich da nicht. Das macht jetzt nichts. Wir fangen nämlich da jetzt an. Ich war schon beim großblütigen, wo früher massig kleinblütige Springkraut war. Und das kleinblütige Springkraut ist ein Neophyt, wo am Anfang einmal angenommen worden ist, dass es invasiv ist, weil es so große Bestände bildet, ist gedacht worden, das nimmt unseren heimischen Pflanzen am Platz weg. Dann ist man draufgekommen, nein, das ist eigentlich gar nicht so. Das wächst eigentlich voll gern und gut dort, wo bei uns sowieso nichts wachsen kann. Also wo es recht dunkel ist oder wo große, dicke Laubschichten anfallen im Herbst, wo dann im nächsten Jahr nichts gut durchkeimen kann. Und dann hat man sich eigentlich mit dem Ganzen angefreundet. Und jetzt hat aber dieses Neophyten kleine Springkraut wirklich ein Problem, bei mir zumindest, gekriegt, nämlich das drüsige Springkraut. Das hat es jetzt geschafft, ganz viele Bestände vom kleinblütigen Springkraut zu verdrängen. Und das ist wirklich ein invasiver Neophyt, das drüsige Springkraut. Das nimmt nicht nur dem kleinblütigen Springkraut den Platz weg, sondern auch viel heimischen Pflanzen. Aber das vielleicht nur als kleine Einleitung zu Beginn. Vielleicht fangen wir nochmal von vorne an, weil ich sage ja ganz gern, also die Familie ist Balsaminengewächse, also nicht Balsamico oder Balsam, sondern Balsaminengewächse. Und die Gattung heißt Springkräuter bzw. Springkraut und innerhalb dieser Gattung gibt es ungefähr 100 Arten. Bei uns heimisch ist eigentlich nur das großblütige Springkraut, was ich eben nachher noch anhängen werde. Und als Neophyten tauchen ganz oft eben dieses kleinblütige auf und das drüsige. Letztens hat mir einmal einer angeschrieben mit einer Bestimmungsanfrage, weil der war ganz verzweifelt, hat gesagt, er hat was gefunden, was nicht kleinblütiges Springkraut ist und nicht großblütiges. Das hat große Blüten gehabt, hat aber von den Farben ausgeschaut wie das, nämlich vorher helles Gelb, mit fast Weiß dabei, was ja überhaupt nicht zum großblütigen passt hätte. Und dann sind wir draufgekommen, ich habe das bunte Springkraut gefunden. Auch das gibt es manchmal bei uns. Das kann weißlich sein, das kann gelb sein, dunkelgelb, hellgelb, violett. Das kann gemustert sein. Das wird nur tendenziell größer wie die anderen Springkräuter. Das kann bis zu 2 Meter groß werden, nur 1,20 ungefähr Normhöhe. Beim kleinen Springkraut ist es so, dass es zwischen 20 und 60 cm hoch wird, aber es gibt also einmetrige und ich habe im Herbst gern, sehe ich jetzt manchmal allein stehen, so alte Kämpfer mit 1,20 m auch schon gesehen. Aber das kleinblütige Springkraut ist einfach toll erkennbar, weil die Blüten wirklich namensgebend klein sind. Die, was die Pflanzenwelt noch nicht so gut kennen, euch wird sich das dann erst erschließen, was ich meine, wenn ich euch das Große gezeigt habe. Wo wird es? Also eigentlich kommt es aus Zentralasien und mittlerweile ist ein Neophyt und das in vielen Ländern, weil wir Menschen verzeihen ja nicht nur gern Samen, sondern auch Viren, wie wir mittlerweile wissen. Aber wo es den Platz hat, das mag es halbwegs trocken, Laubmischwälder, Gebüschen in Gärten und auch im schuttigen Bereich, also wenn irgendwo eine Schottergrube ist, auch dort siedelt sie sich ganz gern an. Es ist eine einjährige Pflanze, also wirklich einjährig. Das heißt, nicht irgendwie im Herbst keimt da schon was, sondern tatsächlich alles, was wir da sehen, ist in diesem Jahr aus einem Samen, aus einem kleinen Samen gekeimt, sprießt auf, wächst zu eben bis zu 60 cm, maximal 1 Meter. Was voll typisch ist, wenn man, ich hoffe, das sieht man auf der Kamera halbwegs, dieses Grün, das schaut ja schon fast glasig, transparent, durchsichtig aus. Im Vergleich das Großblütige, das ist oft zu bläulich überlaufen, aber das zeige ich euch eben eh dann. Was auch typisch ist, an den Knotenpunkten ist angeschwollen, sieht man das da ein bisschen, da ist ein Knotenpunkt, da ist ein Knotenpunkt, da schwillt das Ganze, ist eine kleine knotige Verdickung. Da hier oben sieht man das wieder, ich spüre das zum Teil mehr wahrscheinlich, wie man es sieht, aber auch das
kann man erwähnen, wenn man bestimmen möchte. Das Laub sitzt wechselständig auf den Zweigen und es ist im Vergleich wieder, ne, das war es echt gut, wenn man gleich eine Vergleichspflanze da hat, aber macht nichts, ihr seid sehr geschickte Kerlen, spitz gezähnt und das Großblütige, da schaut die Zähnung langgezogener aus und somit nicht so gefährlich sägemäßig. Blütezeit tendenziell ein bisschen früher und länger wie das Großblütige, nämlich es geht schon im Juni los und geht oft im September ein. Ich finde auch manchmal im Oktober noch blühende Exemplare. Von der Befruchtung, die Selbstbefruchtung ist die Regel, aber es kommen auch Bestäuber vorbei und da einen Haufen Schwebfliegen, also Bienen oder sowas, werdest du eher selten finden. Und es gibt auch was zum Holen, also Imker teilen Pflanzen ein, also wo was zum Holen ist, das sind Trachtpflanzen und da gibt es Nektar- und Pollenwerte, 4 ist das höchste, 0 das wenigste und da steigt das kleinblütige Springkraut mit 2-2 aus, also 2 beim Nektar, 2 beim Pollen. Wenn das Ganze befruchtet ist, was eben unabhängig eigentlich ist von Befruchter, dann reifen solche Kapselfrüchte heran. Ihr seht, die sind ziemlich lang gezogen. Da drinnen sind einige Samen. Und die sind so Explosionsfrüchte, nennen sie das. Mal schauen, vielleicht ist die schon reif. Naja, da hat man es zumindest gesehen. Bei Berührung geht das auf. Das ist ein Saftdruckstreuer. Bei uns wird's ganz viele Pflanzen finden, die was ähnlich funktionieren, dass wenn die Früchte trocken sind, das aufgängen. Nur die meisten sind Austrocknungsstreuer. Also das heißt, da geht die Frucht dann auf, wenn es genug ausgetrocknet ist. Da ist so, dass der Tugordruck, also der Zellsaftdruck, irgendwann so hoch ist, dass die Zelle aufplatzt und dadurch dann dieses explosionsartige Öffnen passiert. Das Ganze kann einfach praktisch so passieren oder eben, wenn der Wind durchfährt und dann Berührung passiert, dass das sich zusammenschlägt, dann, dass da dann aufspringt. Und das ist recht eine effektive Verbreitungsmethode, weil die Samen, die fliegen da über 3 Meter, also das ist nicht nix. Und wer das gut kann, dass er seine Samen so durch die Welt schleudert, kann natürlich auch große Flächen vereinnahmen, besonders wenn er wo sie angesiedelt hat, wo es eine Brache ist. Wenn er nicht das Pech hat, dass er vom drüsigen Springkraut vertrieben wird, so wie ich das heute schon erzählt habe. Kann man es essen? Jein, das was man benutzen kann und das zahlt sich dann leider wieder nur beim drüsigen Springkraut, wie ich finde, wirklich aus, also dafür gibt es mittlerweile auch massig, die Samen sind problemlos essbar. Das ist das Einzige, was problemlos essbar ist und die müssen nicht einmal reif sein, also wenn sie Früchte aufmacht und da sind dann noch weißliche Samen drinnen und die sind noch nicht schwarz, ist das überhaupt kein Problem. Also die sind nutzbar, reif wie unreif. Das Blattgrün fällt leider aus für die menschliche Ernährung. Es würde euch jetzt nicht viel passieren, aber es ist einfach so, dass Durchfall, eventuell Erbrechen, wenn man zu viel davon erwischt, erzeugen kann. Und das muss man ja nicht unbedingt haben. Außer die Volksmedizin nutzt natürlich solche Sachen. Die Springkräuter sind selbst dort nicht wirklich genutzt. Eventuell also Inhaltsstoffe, so wie bei so vielen Pflanzen, auch Gerbstoffe, Bitterstoffe und solche Sachen. Eventuell wird es eben genutzt, um Erbrechen zu erzeugen oder Durchfall. Es ist auch recht harntreibend. Also ja, also, aber wie gesagt, da gab es geschicktere Mittel wie ich spring gerade. Ja. Wisst ihr was? Ich mag euch das noch sagen. Also ihr dürft noch sitzen bleiben, ich muss da eh weiterfahren, wo ich weiß, dass ich ein großblütiges Springkraut herzeigen kann. Und dann sehen wir sie nochmal.
So, schaut mal, das ist jetzt noch nicht das großblütige Springkraut, aber das war alles einmal ein Areal vom kleinblütigen Springkraut. Und jetzt ein paar große Glätten und alles andere, was da jetzt Springkraut ist, ist das drüsige Springkraut. Das ist jetzt noch nicht so weit, dass ich da die Blüten herzeigen kann. Ich nehme uns jetzt dann doch bis zum großblütigen eins von diesen drüsigen Teile mit, dass wir das noch im Vergleich sehen können. Ich wollte das nur kurz gezeigt haben. Wie gesagt, da war das kleine Springkraut King. Da drüben hat sich noch ein bisschen was gehalten, also, aber das ist voll mau und mager. Ja, ihr dürft sitzen bleiben. Ich nehme uns das drum da mit und dann machen wir noch einen Vergleich. So schaut's, da am Rande nochmal einsam und verlassen und jetzt von mir auch noch ausgerissen. Dann nehme ich das auch gleich mit. Steht nochmal das kleinblütige Springkraut. Da ist der Riese, den was ich uns mitgebracht habe. So, okay. Kleinblütiges Springkraut, kleine Blüten. Kommt da Auto, kann nicht sein. Nein. Passt. Also da nochmal das gesehen. Blatt gesägt. Nebenbei ist da was gewachsen. Da haben wir keine Blüten drauf. Aber da ist es so bläulich überlaufen. Sieht man das gut? Und wenn ich da drüber fahre, geht das runter. Das ist schon mal ein super Hinweis fürs großblütige Springkraut. Und wenn wir sich die Blätter anschauen, da ist diese Zähnung. Warte mal, ich halte uns das nebeneinander hin. So, schaut, da sind diese Zähne viel weitläufiger, also von Zahn bis zur Spitze, runter ein bisschen, dann wieder lang, wieder runter und da sind diese Zähne ja viel kürzer gehalten. Sieht man das gut? Also das ist einmal ein gutes Unterscheidungsmerkmal, dieses bläulich Bereifte. Dann, da ist keine einzige Blüte aufgegangen, das kann auch sein, dass da gar nichts mehr aufgeht, weil, schaut mal, dieses kleine Knubberl, das großblütige Springkraut hat gern auch kleistogame Blüten, also die betreibt Kleistogamie. Das heißt, es gibt Blütenansätze, die was nie zu einer richtigen Blüte erwachsen, die was auch nicht schön sein brauchen, weil sie die da drinnen selbst bestäuben. Also da ist alles drinnen, was man braucht. Staubblätter und Stempel, also Griffel. Na, Stempel ist vorne, Griffel, also der Damenteil halt, ist auch da drinnen und kann sie praktisch ohne Auspacken da drinnen befruchten. Aber es bildet natürlich auch Blüten aus. Und so schaut eine Blüte vom großblütigen Springkraut aus. Also ihr seht, das kann man nicht verwechseln mit dem kleinblütigen Springkraut. Das ist doch ein ganz anderes Kaliber. Vom bunten Springkraut, die Blüten schauen auch so aus, nur dass sie meistens zweifärbig sind oder ganz hellgelb oder dunkelgelb, so wie dies, aber dafür vorn weiß, kann auch violett sein, kann ein punktetes Muster haben, also das würde man schon erkennen. Auch da wieder schön zum Sehen, dieses blau belaufene, also selbst ohne Blüten würde man das eben gut erkennen als großblütiges Springkraut. Und eben, wann ich schon mitgebracht habe, das ist das drüsige Springkraut und das können 2-3 Meter Prickel werden. Das heißt, also es ist das indische Springkraut oder drüsentragende Springkraut und da diese Drüsen, die was da auf die Nodien sind, sieht man das da auch, da sind die Drüsen zum Sehen und auch auf die Blattränder gibt es solche drüsigen Ansätze, sieht man das da, ja, da sind auch solche drüsigen Ansätze. Das ist das Namensgebende fürs drüsige Springkraut. Das wird einfach wirklich ziemlich ein Viech und verdrängt so ziemlich alles. Auch Pflanzen, die was eigentlich da gern wachsen würden. Das ist so gesehen ein invasiver Neophyt. Das kleinblütige Springkraut ist zwar ein Neophyt, aber der hat sich nur einen Platz genommen, wo er sonst nirgendwas dran hat. Was ich fantastisch finde, alle diese teilen sie das, diese drei Springkräuter. Alle drei wachsen, also sind Therophyten, überdauern im Winter als Samen. Also diese ganze Generation stirbt ab, die Samen überdauern im Winter und in diesem Jahr keimt aus dem Samen ein junges Pflänzchen und macht dann innerhalb von ungefähr, ich finde schon immer im März die ersten Keimlinge, von Ende März bis ansterben tust du dann schon wieder im Oktober. In diese wenigen Monate macht sie ihr ganzes Leben. Und
Das ist doch fantastisch, wenn sich vorstützt. Das war, ich kann das eh, wenn ich da beim Springgrat da einen Samen finde, weil von der Größe her, ist dasselbe. Ist da schon was reif? Schauen wir mal, wenn man was Reifes braucht. Da, da. Ja, ein bisschen größer sind sie, wenn sie reif sind. Also, aber trotzdem, für so einen kleinen Samen, er wächst innerhalb dieser Saison so ein fettes Monster. Und die können nur fetter sein und das muss nicht zwingend sein, dass das nur auch so ein Stiel ist. Das kann sein, dass sie die mehrfach da herunten verzweigen und dann sind das echte Monster. Also, ja. Okay, aber ich glaube, ich habe noch mal sagen können, was ich eigentlich gemeint habe. Großblütige Springkraut erkennt man, selbst wenn man keine Blüten hat, an diesem bläulich überlaufenen. Die Zacken von den Blättern sind anders. Und wenn man dann Blüten hat, hat man sowieso gewonnen. Ja, dann ist alles klar. Okay, passt. Springkraut durch. Ich hoffe, es war was dabei, was man noch nicht gewusst hat. Und viel Spaß beim selber finden und anschauen und zusammen naschen.